Geschichten über Angst und Schmerz. Frei von Angst. Wir haben Schuldgefühle mit der Backsteinmauer unserer Vergangenheit verglichen, bei der wir nur die beiden schlecht eingesetzten Steine erblicken. Angst ist dann gewissermaßen das Starren auf die Backsteinmauer der Zukunft. Hier können wir nur erkennen, was alles schiefgehen könnte. Wenn uns die Angst blind macht, können wir jenen Teil der Mauer nicht sehen, bei dem sich die Steine vorzüglich einfügen. Die Angst kann man also überwinden, wenn man die gesamte Mauer betrachtet, wie das folgende Beispiel meines Besuchs in Singapur zeigen wird. Schon lange davor war vereinbart worden, dass ich dort 4 öffentliche Vorträge halten sollte. Das riesige Auditorium in Suntec City, das über 2500 Sitze verfügt und eine enorme Saalmiete verschlingt, war gebucht worden. An Bushaltestellen hingen bereits die Plakate. Doch dann brach die Infektionskrankheit SARS, ein schweres akutes Atemnotsyndrom, aus. Als ich in Singapur eintraf, waren alle Schulen geschlossen, ganze Wohnblocks standen unter Quarantäne und die Regierung riet von allen öffentlichen Zusammenkünften ab. Angst beherrschte die ganze Stadt. Deshalb wurde ich gefragt, ob wir nicht die ganze Veranstaltung abblasen wollten. An jenem Morgen wies das Titelblatt der Tageszeitung mit großen schwarzen Lettern darauf hin, dass sich bei 99 Bewohnern Singapurs der Verdacht auf SARS bestätigt habe. Ich erkundigte mich nach der Gesamtzahl der Stadtbevölkerung und erfuhr, dass ungefähr 4 Millionen Menschen in Singapur wohnten. Das heißt also, dass 3.999.001 Menschen kein SARS haben, sagte ich. Die Vorträge finden statt. Aber wenn sich nun jemand mit SARS ansteckt, fragte die Angst. Und wenn sich keiner ansteckt, fragte die Weisheit, die immerhin auch die Wahrscheinlichkeit auf ihrer Seite hatte. Also fand die Veranstaltung statt. Am ersten Abend zählten wir 1500 Leute. Am zweiten kamen erheblich mehr und am dritten Tag war der Hörsaal bis auf den letzten Platz besetzt. Insgesamt 8000 Menschen hörten sich meine Vorträge an. Sie wussten sich der irrationalen Angst zu widersetzen, was ihrer Zivilcourage in der Zukunft nur zugutekommen würde. Sie genossen die Vorträge und verließen sie mit einem guten Gefühl. Dies wiederum stärkte ihr Immunsystem. Und wie ich am Ende jedes Vortrags registrierte, war auch ihr Atmungssystem trainiert worden, da sie über meine Witze gelacht und somit ihre Lungen aktiviert hatten. Keiner meiner Zuhörer steckte sich übrigens mit SARS an. Die Zukunft hat für uns viel Unvorhersehbares auf Lager. Wenn wir uns auf die negativen Aspekte konzentrieren, geben wir der Angst Raum. Wenn wir die zahlreichen anderen Aspekte betrachten, die normalerweise viel wahrscheinlicher sind, können wir uns von Angst befreien. Die Zukunft vorhersagen. Viele Menschen würden liebend gern wissen, wie ihre Zukunft aussieht. Einige sind zu ungeduldig, um sie abzuwarten, und nehmen die Dienste von Orakeln und Wahrsagern in Anspruch. Dazu möchte ich Ihnen gern einen warnenden Hinweis geben. Einem armen Wahrsager sollten Sie nie vertrauen. Meditierende Mönche werden meistens als herausragende Wahrsager betrachtet, aber normalerweise üben sie diese Funktion nicht gern aus. Eines Tages wurde Ajahn Chah von einem seiner langjährigen Schüler gebeten, ihm die Zukunft weiszusagen. Ajahn Chah lehnte ab. Gute Mönche machen keine Prophezeiungen. Doch der Schüler ließ sich nicht abweisen. Er erinnerte Ajahn Chah daran, wie oft er ihm persönlich Almosen gegeben, wie viel er dem Kloster gespendet und wie häufig er ihn auf eigene Kosten ohne Rücksicht auf Frau und Kinder in seinem Wagen herumgefahren habe. Ajahn Chah begriff, dass der Mann nicht aufgeben würde, bis ihm die Zukunft geweissagt worden war. Also erklärte er, dass er dieses einzige Mal eine Ausnahme machen und für den Mann in die Zukunft schauen würde. »Gib mir deine Hand, damit ich die Linien lesen kann.« Der Schüler war völlig aufgeregt. Ajahn Chah hatte bisher noch nie jemandem aus der Hand gelesen. Es war ein ganz besonderer Moment, zumal Ajahn Chah als Heiliger betrachtet wurde, dem große hellseherische Kräfte nachgesagt wurden.
Was immer Ajahn Chah sagte, würde mit Sicherheit eintreffen. Ajahn Chah fuhr die Handlinie des Mannes mit seinem Zeigefinger nach. Immer wieder murmelte er etwas vor sich hin, etwa »Oh, das ist aber spannend« oder »Na sowas, ist denn das die Möglichkeit?« oder »Wie erstaunlich!« Der arme Schüler wurde immer aufgeregter und konnte die Offenbarung kaum noch erwarten. Als Ajahn Chah fertig war, ließ er die Hand des Schülers los und sagte, »Lieber Schüler, das also ist deine Zukunft. So wird sie aussehen.« »Ja, ja«, erwiderte der Schüler ungeduldig. »Und wie du weißt, irre ich mich nie«, setzte Ajahn Chah hinzu. Ich weiß, bitte, wie wird sich meine Zukunft gestalten?« Vor lauter Aufregung konnte der Schüler kaum noch atmen. »Deine Zukunft«, antwortete Ajahn Chah, »wird ungewiss sein.« Und damit hatte er recht. Von Spielern. Ein Vermögen anzuhäufen ist eine schwierige Sache. Verlieren kann man es hingegen mühelos. Das geht am schnellsten, wenn man es verspielt. Alle Spieler sind letztendlich Verlierer. Dennoch suchen unzählige Leute Wahrsager auf, die ihnen verraten sollen, mit welchen Einsätzen sie beim Spiel zu viel Geld kommen können. Ich erzähle Ihnen die folgende Geschichte, damit Sie begreifen, wie gefährlich die Wahrsagerei selbst dann ist, wenn uns deutliche Zeichen gegeben werden. Einer meiner Freunde erwachte eines Tages aus einem märchenhaften Traum, den er sehr intensiv durchlebt hatte. Ihm hatten 5 Engel 5 große Krüge angefüllt mit Gold überreicht. Als er die Augen öffnete, standen weder Engel in seinem Schlafzimmer, noch gab es irgendwo Goldkrüge. Aber der Traum ließ ihn nicht los. In der Küche sah er, dass ihm seine Frau 5 Eier mit 5 Toastscheiben zum Frühstück gemacht hatte. Die Morgenzeitung verriet ihm, dass es der 5. Mai, also der 5. Tag des 5. Monats war. Das konnte doch kein Zufall mehr sein. Er blätterte die Zeitung bis zur Seite mit den Pferderennen durch. Erstaunt stellte er fest, dass in Ascot, einem Ort mit 5 Buchstaben, beim 5. Rennen an 5. Position ein Pferd mit dem Namen 5 Angels, also 5 Engel, starten sollte. Der Traum war zweifellos ein Omen gewesen. Er nahm sich den Nachmittag frei und hob $5.000 von seinem Konto ab. Auf der Rennbahn setzte er beim 5. Buchmacher $5.000 auf das 5. Pferd im 5. Rennen, also auf 5 Angels. Der Traum konnte nicht falsch sein. War er auch nicht. Das Pferd kam als 5. ins Ziel. Die zweite Geschichte ereignete sich vor wenigen Jahren in Singapur. Ein Australier heiratete eine liebenswürdige Chinesin aus Singapur. Als das Paar die Familie der Frau in Singapur besuchte, luden ihn seine beiden Schwager am Nachmittag auf die Rennbahn ein, was er gern annahm. Doch bevor sie zum Pferderennen gingen, bestanden die beiden Chinesen darauf, an einem berühmten buddhistischen Tempel anzuhalten. Mit ein paar Räucherstäbchen wollten sie um gutes Gelingen beten. Als sie den kleinen Tempel betraten, fanden sie ihn in größter Unordnung vor. Also holten sie ein paar Besen, einen Mopp und Wasser und machten sich ans Putzen. Dann entzündeten sie ihre Räucherstäbchen, baten um viel Glück und gingen zur Rennbahn. Sie verloren eine Menge Geld. In jener Nacht träumte der Australier von einem Pferderennen. Als er aufwachte, konnte er sich noch deutlich an den Namen des Siegerpferdes erinnern. In der Straits Times las er, dass ein Rennpferd des geträumten Namens nachmittags tatsächlich am Start sein würde. Er rief seine Schwager an, um ihnen die gute Nachricht zu übermitteln. Die konnten sich aber nicht vorstellen, dass ein chinesischer Geist in einem Tempel von Singapur einem weißen Mann den Namen eines gewinnenden Pferdes verraten würde und nahmen seinen Traum nicht ernst. Der Mann ging auf die Rennbahn und setzte eine große Summe auf das Pferd. Es siegte. Chinesische Tempelgeister scheinen offenbar eine Schwäche für Australier zu haben. Seine Schwager waren jedenfalls völlig entgeistert. Was ist Angst? Angst heißt, etwas an der Zukunft auszusetzen zu haben.
Wenn wir uns nur vor Augen hielten, wie ungewiss unsere Zukunft ist, würden wir nie versuchen, vorherzusagen, was alles schiefgehen könnte. Und damit hört die Angst auf. Als kleiner Junge quälte mich furchtbare Angst vor dem Zahnarzt. Irgendwann musste ich wider Willen einen solchen Termin wahrnehmen. Doch als ich in der Praxis eintraf, erfuhr ich, dass der Termin auf einen anderen Tag verlegt worden war. Und da begriff ich zum ersten Mal, welch eine Zeitverschwendung die Angst doch ist. Sie löst sich in der Ungewissheit der Zukunft auf. Wenn wir diese Weisheit aber nicht beherzigen, kann die Angst uns auflösen. Und genau das wäre dem lieben kleinen buddhistischen Mönch namens Little Grasshopper, zu Deutsch kleine Heuschrecke, in einer alten Kung-Fu-Fernsehserie beinahe zugestoßen. Bevor ich Mönch wurde, verfolgte ich diese Serie in meinem letzten Lehrerjahr mit großem Vergnügen. Eines Tages führte der blinde Meister Little Grasshopper in ein Hinterstübchen des Tempels. Normalerweise war dieser Raum verschlossen. Darin befand sich ein etwa 6 Meter breites Becken, über das ein schmales Holzbrett als Brücke von einer Seite zur anderen gelegt worden war. Der Meister empfahl Little Grasshopper, sich vom Beckenrand fernzuhalten, da der Pool kein Wasser, sondern eine äußerst gefährliche Säure enthielt. »In 7 Tagen wird dir eine Prüfung auferlegt werden«, sagte der blinde Meister zu Little Grasshopper. »Du wirst auf dem Holzbrett über das Säurebecken gehen, aber dabei musst du sehr, sehr achtsam sein. Siehst du die Knochen auf dem Beckenboden?« Vorsichtig blickte Grasshopper über den Rand und sah tatsächlich eine Vielzahl weißer Knochen. »Das ist alles, was von Novizen wie dir übrig geblieben ist.« Dann führte der Meister Little Grasshopper aus dem grauen, erregenden Zimmer hinaus in den sonnigen Hof des Tempels. Hier hatten ältere Mönche ein Brett in der gleichen Größe und Länge auf 2 Backsteine gelegt. In den kommenden 7 Tagen war Grasshopper von allen Verpflichtungen befreit, damit er sich voll und ganz auf seinen Balanceakt vorbereiten konnte. Dabei war es wirklich kinderleicht. Nach wenigen Tagen konnte er bereits mit verbundenen Augen ohne das geringste Wackeln über das Brett gehen. Dann kam der Tag der Prüfung. Der Meister führte Little Grasshopper wieder in die Stube mit dem Säurebecken. Die weißen Knochen der hineingefallenen Novizen schimmerten bedrohlich auf dem Beckenboden. Little Grasshopper stieg mit mulmigen Gefühlen auf das Brett. »Geh jetzt«, befahl der Meister. Ein Brett über einem Säurebad ist viel schmaler als das gleiche Brett auf 4 Backsteinen in einem Tempelgarten. Little Grasshopper begann zu gehen, aber sein Schritt war unsicher. Er bebte. Er hatte noch nicht einmal den halben Weg zurückgelegt und schwankte bereits höchst bedenklich. An dieser Stelle legte der Sender eine Werbepause ein. Ich ertrug die unsinnige Reklame und fragte mich, wie sich der arme Little Grasshopper retten würde. Endlich ging es weiter. Little Grasshopper hatte sein Selbstvertrauen gänzlich verloren. Er zitterte am ganzen Leib und dann fiel er in das Becken. Der alte blinde Meister lachte herzlich, als er Little Grasshopper im Becken herumplanschen hörte. Natürlich befand sich keine Säure darin, sondern ganz normales Wasser. Die alten Knochen hatte man als Special Effect hineingeworfen und sie hatten Little Grasshopper genauso in die Irre geleitet wie mich. »Weshalb bist du hineingefallen?«, fragte der Meister streng und gab dann selbst die Antwort. »Die Angst hat das bewirkt, Little Grasshopper. Nur die Angst.« Angst vor öffentlichen Auftritten. Man hat mir gesagt, dass sich viele Leute am meisten davor fürchten, öffentlich aufzutreten. Mir bleibt das nicht erspart. Ich halte in Tempeln und auf Konferenzen Vorträge, spreche auf Trauungen und trete in Live-Sendungen von Radio und Fernsehen auf. Das alles gehört auch zu meiner Arbeit. Und trotzdem überkam ich eines Tages 5 Minuten vor einem Vortrag Angst. Ich hatte nichts vorbereitet und keine Ahnung, was ich sagen sollte. Ungefähr 300 Menschen saßen im Saal und wollten von mir unterhalten und angeregt werden. Sie hatten ihren Abend geopfert, um mich sprechen zu hören. Auf einmal meldeten sich bei mir seltsame Gedanken. Was passiert, wenn mir nun nichts einfällt? Was passiert, wenn ich jetzt etwas Falsches sage? Was passiert,
wenn ich mich irgendwie lächerlich mache? Angst beginnt immer mit dem Gedanken, was passiert, wenn? Und dann folgt irgendeine bedrohliche Vorstellung. Ich sah voller negativer Gedanken auf das Bevorstehende. Das war dumm. Natürlich wusste ich, dass ich mich dumm verhielt. Schließlich war ich mit dieser Theorie bestens vertraut. Doch das half mir in diesem Augenblick überhaupt nicht. Die Angst wollte einfach nicht von mir weichen. Damit hatte ich mir wirklich ein Problem eingehandelt. An jenem Abend überwand ich meine Angst durch einen Kunstgriff, der mir seitdem immer wieder gute Dienste geleistet hat. Ich beschloss einfach, dass es völlig gleichgültig sei, ob mein Publikum den Vortrag nun genoss oder nicht, solange ich selbst Freude daran hatte. Ich nahm mir fest vor, auf jeden Fall den Abend richtig zu genießen. Wenn ich heutzutage einen Vortrag halte, macht mir die Sache Spaß. Ich erzähle gern witzige Geschichten, mache mich dabei oft auch über mich selbst lustig und lache mit dem Publikum. Bei einem Live-Interview in Radio Singapur erzählte ich beispielsweise von Ajahn Chahs erheiternder Prophezeiung über die Währung der Zukunft. Schließlich interessiert gerade die Menschen in Singapur alles, was mit Geld zu tun hat, in ganz besonderem Maße. Ajahn Chah sagte vorher, dass es auf der Welt irgendwann einmal kein Papier mehr für Geldscheine und kein Metall für Münzen geben werde. Also müsste sich die Menschheit für finanzielle Transaktionen etwas anderes ausdenken. Ajahn Chah wartete mit der Idee auf, dass dann Kügelchen aus Hühnerkot das bisherige Geld ersetzen könnten. Also würden die Menschen mit Taschen voller Hühnerscheiß herumlaufen, die Banken wären voll von dem Zeug und Räuber würden versuchen, es anderen zu stehlen. Die Reichen wären stolz auf den Berg Hühnerscheiße, den sie angehäuft hatten, und arme Leute würden davon träumen, in der Lotterie einen Riesenhaufen Hühnerscheiße abzuräumen. Regierungen würden sich intensiv mit der Lage der Hühnerscheiße in ihrem Land beschäftigen und deren Auswirkungen auf die restliche Welt diskutieren. Und sobald ausreichend Kot in Umlauf gebracht worden sei, würde man auch den sozialen Fragen und Umweltthemen in Zusammenhang mit Hühnerscheiße Platz einräumen. Was also ist der entscheidende Unterschied zwischen Geldscheinen, Münzen und Hühnerscheiße? Es gibt keinen. Ich erzähle diese Geschichte besonders gern. Sie ist eine bissige Bestandsaufnahme unserer derzeitigen Gesellschaft. Und sie ist lustig. Meine Zuhörer in Singapur waren von ihr jedenfalls sehr angetan. Ich fand heraus, dass man sich entspannt, wenn man sich vornimmt, sich zu amüsieren. Es ist psychologisch schlichtweg unmöglich, Spaß und gleichzeitig Angst zu haben. Wenn ich entspannt bin, fließen Gedanken in mein Hirn, während ich rede, und strömen mir mühelos von den Lippen. Außerdem langweilt sich das Publikum nicht, wenn es gut unterhalten wird. Ein tibetischer Mönch fand einmal ein schönes Bild, um zu untermalen, wie wichtig es ist, dass die Zuhörer lachen. Wenn erst die Münder geöffnet sind, kann man die Pille der Weisheit einwerfen. Ich bereite meine Vorträge nie vor. Stattdessen bereite ich Herz und Geist vor. Thailändische Mönche werden dazu ausgebildet, nie eine Ansprache vorzubereiten, sondern jederzeit ohne Vorbereitung frei sprechen zu können. Bei Maga Puja, dem zweitwichtigsten buddhistischen Feiertag im nordöstlichen Thailand, hielt ich mich mit 200 Mönchen und mehreren tausend Laien in Ajahn Chahs Kloster Wat Nong Phapong auf. Es war mein 5. Jahr als Mönch und Ajahn Chah hatte schon eine ziemliche Berühmtheit erlangt. Nach der Abendandacht wurde der Hauptvortrag gehalten, den der Meister bei großen Veranstaltungen normalerweise selbst übernahm. Aber manchmal ließ er den Blick durch die Reihen der Mönche schweifen und wenn er einen direkt ansah, wusste der, dass ihn Ajahn Chah gleich zum Sprechen auffordern würde. Im Vergleich zu vielen anderen war ich noch ein sehr junger Mönch, aber bei Ajahn Chah konnte man nie wissen. Sein Blick glitt also durch die Reihe der Mönche und ging an mir vorüber. Erleichtert atmete ich auf. Und dann fuhr er die Reihe mit den Augen wieder zurück. Und jetzt raten Sie mal, auf wen Sie gerichtet blieben. »Brahm«, sagte Ajahn Chah, »halte den Vortrag.« Es gab keinen Ausweg. Eine Stunde lang musste ich vor meinem Lehrer, den anderen Mönchen und Tausenden von Besuchern eine unvorbereitete Rede halten.
Es ging gar nicht darum, ob es eine gute Ansprache war oder nicht, sondern nur darum, dass ich sie überhaupt hielt. Ajahn Chah gab nie einen Kommentar darüber ab, ob eine Rede gelungen war oder nicht. Einmal bat er einen sehr talentierten westlichen Mönch, vor einem Laienpublikum zu predigen, das sich zur wöchentlichen Observanz in seinem Kloster versammelt hatte. Nach etwa einer Stunde wollte der Mönch zum Ende der Ansprache kommen, wurde aber von Ajahn Chah unterbrochen und aufgefordert, eine weitere Stunde zu sprechen. Das war sehr anstrengend, aber der Mönch fügte sich und kämpfte sich durch eine weitere Stunde. Ajahn Chah ordnete eine nochmalige Verlängerung des Vortrags um eine Stunde an. Eigentlich eine Unmöglichkeit für einen Menschen aus dem Westen, der nur gebrochenes Thai spricht. Es bleibt ihm dann nichts anderes übrig, als sich ständig zu wiederholen und damit das Publikum fürchterlich zu langweilen. Doch der junge Mann hatte keine Wahl. Er musste Ajahn Chahs Aufforderung nachkommen. Am Ende der dritten Stunde waren die meisten Zuhörer schon gegangen und die übrig gebliebenen Leute unterhielten sich miteinander. Sogar die Mücken und Eidechsen waren mittlerweile eingeschlafen. Als die dritte Stunde um war, bestand Ajahn Chah auf einer vierten Stunde. Der westliche Mönch gehorchte. Er sagte mir später, dass er nach einer solchen Erfahrung, nach vier Stunden war dann wirklich Schluss, bei der er unweigerlich allen möglichen Reaktionen des Publikums ausgesetzt war, jede Angst vor dem freien Sprechen verloren hatte. Auf solche Weise wurden wir vom großen Ajahn Chah ausgebildet. Angst vor Schmerz. Angst ist der Hauptbestandteil des Schmerzes und sorgt dafür, dass Schmerz auch wehtut. Nimmt man die Angst weg, bleibt nur noch das Gefühl. Irgendwann, als ich Mitte der 70er Jahre in einem armen, abgelegenen Waldkloster lebte, plagten mich schreckliche Zahnschmerzen. Es gab keinen Zahnarzt in der Nähe, kein Telefon, keine Elektrizität. In unserem Medizinschrank hatten wir nicht einmal ein Aspirin oder Paracetamol, denn man erwartet, dass Waldmönche einiges ertragen können. Wie es oft auch bei anderen Krankheiten geschieht, verschlimmerte sich der Schmerz im Laufe der Nacht. Ich hielt mich für einen zähen Mönch, aber die Zahnschmerzen waren einfach unerträglich. Eine ganze Seite meines Mundes tat höllisch weh. Nie zuvor und nie danach habe ich mit solch fürchterlichen Zahnschmerzen zu tun gehabt. Ich versuchte, dem Schmerz mit Meditieren beizukommen und konzentrierte mich auf meinen Atem. Schließlich hatte sich diese Technik bestens bewährt, wenn ich von Moskitos belästigt wurde. Manchmal zählte ich mehr als 40 dieser kleinen Tierchen auf meinem Körper. Doch dabei gelang es mir immer, das unangenehme Gefühl dadurch zu überwinden, dass ich mich auf ein angenehmeres konzentrierte. Aber dieser Zahnschmerz war so heftig, dass ich mich nur 2 oder 3 Sekunden lang auf meinen Atem konzentrieren konnte. Ehe der Schmerz mit aller Gewalt die Tür zu meinem Geist aufbrach, die ich gegen den Eindringling verschlossen hatte. Ich stand auf, ging nach draußen und versuchte beim Gehen zu meditieren. Doch das musste ich auch sehr schnell aufgeben, da ich nicht gehend, sondern rennend zu meditieren versuchte. Der Schmerz machte es mir unmöglich, mich langsam zu bewegen. Aber vor den Qualen konnte ich schließlich nicht davonlaufen. Ich war total verzweifelt und glaubte schon verrückt zu werden. Schließlich rannte ich in meine Hütte zurück und begann buddhistische Mantras aufzusagen, von denen es heißt, dass ihnen übernatürliche Kräfte innewohnen. Sie können Glück bringen, gefährliche Tiere vertreiben, sowie Krankheit und Schmerz heilen, sagt man. Ich hatte nie daran geglaubt. Immerhin war ich ein ausgebildeter Wissenschaftler. Zaubersprüche waren für mich der reinste Hokuspokus, nur für Leichtgläubige geeignet. Doch ich setzte mit dem Singsang an und hoffte, wider alle Vernunft, dass er mir helfen würde. Ich war derart verzagt, dass ich diesen Versuch auch aufgab, als ich begriff, dass ich die Worte regelrecht in die Welt hinausschrie und zu dieser späten Stunde die anderen Mönche damit weckte. Ich hatte in einer solchen Lautstärke herumgebrüllt, dass ich wahrscheinlich auch das ganze Dorf aufgeweckt hatte, das einige Kilometer von uns entfernt lag. Aber der übermächtige Schmerz ließ es einfach nicht zu, dass ich leiser sang. Ich war allein, tausende von Kilometern von zu Hause weg, mitten im Urwald, ohne jegliche Zivilisationseinrichtung und ohne Hoffnung, dass der Schmerz aufhören würde. Ich hatte alles ausprobiert, was ich kannte, doch nichts hatte geholfen.
In einem Augenblick solcher Verzweiflung werden Türen zur Weisheit geöffnet, deren man im Alltag sonst nie gewahr wird. Eine solche Tür tat sich vor mir auf, und ich ging durch sie hindurch. Es gab ja keine Alternative. Ich erinnerte mich an ein einziges Wort: Loslassen. Ein Wort, das ich schon unzählige Male zuvor gehört hatte und über dessen Bedeutung ich ausführlich mit Freunden diskutiert hatte. Ich war mir seiner Bedeutung völlig sicher gewesen. Da sieht man, wie sehr man sich irren kann. Gegen die grausamen Schmerzen war ich bereit, alles einzusetzen, also mühte ich mich darum, 100% loszulassen. Und zum ersten Mal in meinem Leben ließ ich wirklich los. Was als nächstes geschah, jagte mir einen Heidenschrecken ein. Der fürchterliche Schmerz verschwand auf der Stelle. Er wurde durch ein unglaublich köstliches Gefühl ersetzt. Wellen des Glücks wogten durch meinen Körper. Mein Geist kam endlich zur Ruhe. Was war das für eine herrliche, unvergleichliche Ruhe? Ich konnte jetzt mühelos meditieren. Nach der Meditation ging ich in den frühen Morgenstunden zu Bett und schlief tief und fest. Als ich aufwachte, um meinen Klosterpflichten nachzukommen, stellte ich fest, dass ich Zahnschmerzen hatte. Aber sie waren gar nichts, verglichen mit den Qualen der Nacht. Schmerz loslassen. In vorheriger Geschichte ging es um die Angst vor dem Zahnschmerz. Die hatte ich erfolgreich losgelassen. Ich hatte den Schmerz angenommen, ihn begrüßt und ihm die Anwesenheit gestattet. Deswegen ging er weg. Aber viele meiner Freunde, die große Schmerzen erleiden mussten, haben diese Methode ausprobiert und versichern, dass sie nicht funktioniert. Sie beschweren sich bei mir und behaupten, meine Zahnschmerzen wären mit den Qualen, die sie durchmachen müssten, überhaupt nicht vergleichbar. Das stimmt nicht. Schmerz ist sehr persönlich und kann nicht gemessen oder aufgewogen werden. Um diesen Leuten zu erklären, weshalb das Verfahren bei ihnen nicht funktioniert, erzähle ich Ihnen gern die Geschichte meiner drei Schüler. Der erste Schüler hat große Schmerzen und versucht loszulassen. Loslassen, schlägt er sich selbst sanft vor und wartet ab. Loslassen, wiederholt er, wenn sich überhaupt nichts verändert. Jetzt lass doch los. Mach schon, lass endlich los. Was soll ich denn noch sagen? Loslassen! Das klingt zwar recht komisch, aber genauso handeln wir meistens. Wir lassen das Verkehrte los. Wir wollen den Spruch loslassen, loslassen. Den Kontrollfreak, der in uns wohnt. Wir alle wissen, was damit gemeint ist. Loslassen bedeutet, die Kontrolle aufzugeben. Der zweite Schüler hat auch entsetzliche Schmerzen. Doch er erinnert sich an diesen Rat und verabschiedet den Kontrolleur. So bleibt er mit seinem Schmerz sitzen, obwohl er denkt, dass er losgelassen hat. Nach 10 Minuten quält ihn immer noch dieselbe Pein und dann beschwert er sich, dass es mit dem Loslassen nicht funktioniere. Ich führe darauf hinaus, dass man durch das Loslassen nicht den Schmerz los wird, sondern ihm die Gelegenheit gibt, sich zu verabschieden. Der zweite Schüler hatte versucht, mit dem Schmerz zu verhandeln. Ich lasse dich 10 Minuten lang los, Schmerz, und dann wirst du gefälligst verschwinden, okay? Damit lässt man den Schmerz nicht los, sondern versucht, ihn zu beseitigen. Der dritte Schüler, der entsetzliche Qualen leidet, sagt zum Schmerz etwa Folgendes: Schmerz, die Tür zu meinem Herzen steht dir offen. Ganz gleich, was du mir antust, tritt ein. Dieser dritte Schüler ist gänzlich dazu bereit, dem Schmerz ein Bleiberecht einzuräumen, ihn bei sich zu behalten, solange der Schmerz dies will, und sei es für den Rest seines Lebens, sogar wenn er sich noch weiter verschlimmern sollte. Er lässt dem Schmerz Freiheit und hat es aufgegeben, ihn kontrollieren zu wollen. Das ist das wahre Loslassen. Dabei ist es gleichgültig, ob der Schmerz bleibt oder verschwindet. Nur dann wird er weggehen. Zahn in der Zange. Ein Mitglied unserer Gemeinde hat sehr schlechte Zähne und musste sich schon viele ziehen lassen. Er lehnt allerdings die örtliche Betäubung ab. Irgendwann fand er einen Kieferchirurgen in Perth, der bereit war, ihm ohne Narkose die Zähne zu ziehen.
Er suchte ihn einige Male auf und fand die ganze Sache unproblematisch. Es mag schon eindrucksvoll genug sein, wenn sich jemand die Zähne ohne örtliche Betäubung ziehen lässt, aber unser Freund ging noch einen Schritt weiter, als er sich selbst einen Zahn ohne jegliche Narkose ausriss. Ich sah diesen Mönch vor unserer Klosterwerkstatt stehen. In der Hand hielt er eine ganz normale Zange, in der ein frisch gezogener blutiger Zahn steckte. Er reinigte die Zange und brachte sie in die Werkstatt zurück. Ich fragte ihn, wie er das bloß geschafft habe. Und da erklärte er mir, dass dies ein Beispiel dafür sei, weshalb sich Schmerz zuallererst aus der Angst speise. Der Weg zum Zahnarzt ist einfach zu weit und umständlich. Und nachdem ich fest entschlossen war, mir den Zahn selbst zu ziehen, verspürte ich keinen Schmerz mehr. Als ich zur Werkstatt ging, kam er auch nicht auf, ebenso wenig, als ich nach der Zange griff. Es tat zwar schon ein bisschen weh, als ich den Zahn rauszog, aber das dauerte nur ein paar Sekunden. Und als der Zahn erst mal draußen war, verspürte ich auch kaum Schmerz, und den nur ungefähr 5 Sekunden lang. Das war alles. Sie, lieber Hörer, haben wahrscheinlich das Gesicht verzogen, als Sie diese wahre Geschichte gehört haben. Aus lauter Angst haben Sie wahrscheinlich stärkere Schmerzen verspürt als der Betroffene. Und wenn Sie dieselbe Tat vollbringen wollten, würden Sie vermutlich grässliche Schmerzen erleiden, voraussichtlich sogar schon bevor Sie die Werkstatt überhaupt betreten haben. Das Vorgefühl, nämlich die Angst, ist der Hauptbestandteil des Schmerzes. Drogenhund und Kraftprotz. Wenn wir den Kontrolleur loslassen, den Augenblick deutlicher wahrnehmen und uns der Ungewissheit unserer Zukunft öffnen, werden wir aus dem Käfig der Angst entlassen. Dann können wir den Herausforderungen des Lebens mit unserer eigenen ursprünglichen Weisheit begegnen und uns aus mancher prekären Situation befreien. Nach einem wunderschönen Aufenthalt in Sri Lanka flog ich über Singapur nach Perth, wo ich mich in einer der 6 Schlangen vor dem Einreiseschalter anstellte. Die Schlangen bewegten sich nur sehr langsam vorwärts. Offensichtlich gab es sehr gründliche Überprüfungen. Dann trat ein Zollbeamter mit einem Drogenhund an der Leine aus einer Seitentür in die Lobby. Die Ankömmlinge lächelten nervös, als der Beamte den Hund langsam an jeder Warteschlange entlang führte. Obwohl offensichtlich keiner der Passagiere Drogen bei sich hatte, spürte man doch den Hauch von Erleichterung, wenn sich der Hund nach gründlichem Schnüffeln dem Nächsten zuwandte. Dann kam das süße Tier zu mir, schnüffelte und blieb einfach stehen. Es grub seine Schnauze in meine Robe, ungefähr in Hüfthöhe, und wedelte dann eifrig mit dem Schwanz. Der Zollbeamte musste den Hund kräftig an der Leine ziehen, damit er sich von mir trennte. Und jener Passagier, der vor mir stand und sich zuvor sehr freundlich gezeigt hatte, trat einen Schritt von mir weg. Das Paar hinter mir bewegte sich auch einen Schritt zurück. 5 Minuten später war ich schon fast am Schalter, als der Hund abermals die Reihen entlang geführt wurde. Wieder roch er an jedem Reisenden und ging dann weiter. Und wieder hielt er bei mir an. Sein Kopf grub sich wieder in meine Robe und der Schwanz wedelte wie wild. Auch diesmal musste der Beamte den Hund mit aller Kraft wegziehen. Jetzt spürte ich, wie sich alle Augen auf mich hefteten. Eine solche Situation hätte bestimmt viele Leute äußerst beunruhigt, doch ich blieb völlig entspannt. Schlimmstenfalls würde man mich ins Gefängnis werfen, dachte ich. Doch das wäre auch nicht so schlimm. Schließlich hatte ich dort viele Freunde und würde erheblich besser gefüttert werden als in unserem Kloster. Als ich den Schalter erreicht hatte, nahm man mich zur Seite und durchsuchte mein Gepäck gründlich. Natürlich trug ich keine Drogen bei mir. Mönche trinken ja nicht einmal Alkohol. Von einer Leibesvisitation sah man ab, vermutlich weil ich überhaupt nicht nervös oder ängstlich wirkte. Man fragte mich nur, weshalb sich der Drogenhund so auf mich konzentriert und nur bei mir angehalten hätte. Darauf erwiderte ich, dass Mönche eine große Verbundenheit mit Tieren verspüren und dass der Hund dies vielleicht erschnüffelt hatte. Es könnte aber auch sein, dass der Hund in einer früheren Inkarnation ebenfalls Mönch gewesen sei. Man kann ja nie wissen. Nach diesen Erklärungen ließ man mich gehen. Einmal wäre ich von einem wütenden und betrunkenen australischen Kraftprotz fast verprügelt worden.
Doch weil ich keine Angst zeigte, ging die Sache gut aus. Wir waren gerade in unseren neuen Stadttempel nördlich von Perth eingezogen und wollten eine prächtige Einweihungsfeier veranstalten. Überrascht und sehr erfreut nahmen wir zur Kenntnis, dass Sir Gordon Reid, der damalige westaustralische Gouverneur, mit seiner Frau der Eröffnung beiwohnen wollte. Mir wurde die Aufgabe übertragen, das Partyzelt sowie die Stühle für Besucher und VIPs zu organisieren. Unser Schatzmeister forderte mich auf, das Allerbeste zu besorgen, denn schließlich wollten wir einen richtig guten Eindruck machen. Ich sah mich also um und entdeckte in einem reichen Vorort im Westen von Perth ein sehr exklusives Unternehmen, das gegen viel Geld Partyzelte für Gartenfeste von Millionären vermietete. Ich erläuterte, was ich wünschte und weshalb es unbedingt das Feinste vom Feinen sein sollte. Die Frau, mit der ich verhandelte, sagte, dass sie schon verstanden hatte, was ich wollte, und so erteilte ich ihr den Auftrag. Am späten Freitagnachmittag trafen das Partyzelt und die Stühle ein. Doch ich konnte sie nicht selbst entgegennehmen, da ich hinter dem Tempel beschäftigt war. Als ich später die Ladung begutachtete, erschrak ich über den Zustand des Partyzelts. Es war total verdreckt und völlig mit rotem Staub überzogen. Das fand ich zwar sehr enttäuschend, aber das Problem konnte gelöst werden. Mit Gartenschläuchen spritzten wir das Zelt ab. Die Besucherstühle waren genauso verschmutzt. Also machten sich meine lieben ehrenamtlichen Helfer an die Arbeit und begannen, die Stühle zu säubern. Zum Schluss sah ich mir die Stühle für die VIPs genauer an. Und die waren ganz was Besonderes. Kein Stuhlbein hatte dieselbe Länge. Sie wackelten, und das nicht zu knapp. Ich konnte es kaum fassen. Das war wirklich zu viel. Ich rannte zum Telefon, erwischte meine Vertragspartnerin gerade noch, bevor sie ins Wochenende entschwand, und erklärte ihr die Lage. Wir dürften doch nicht riskieren, dass der Gouverneur von Westaustralien während unserer Einweihungsfeier vom Stuhl stürzte. Die Frau zeigte sich sehr einsichtig, entschuldigte sich wortreich und versprach mir, dass die Stühle innerhalb einer Stunde ausgetauscht werden würden. Dieses Mal wartete ich auf den Lieferwagen. Er bog in unsere Straße ein, und ungefähr 60 Meter vor dem Tempel sprang ein Mann bei voller Fahrt von der Ladefläche. Mit geballten Fäusten und wild funkelnden Augen rannte er auf mich zu. »Wer ist der Typ, der hier was zu sagen hat?« brüllte er. »Wo ist dieser Typ?« Später erfuhr ich, dass unsere erste Lieferung für diese Männer die letzte der Woche hätte sein sollen. Nachdem sie die Mangelware bei uns abgeliefert hatten, waren sie in den Pub gestürzt, um das Wochenende auf ihre Weise einzuläuten. Sie hatten schon ganz schön gebechert und waren bereits ziemlich angeheitert, als ihr Chef in den Pub kam und sie alle wieder einsammelte, weil die Buddhisten andere Stühle haben wollen. Ich trat auf den Mann zu und sagte freundlich, »Ich bin der Typ, der hier was zu sagen hat. Wie kann ich Ihnen helfen?« Er schob sein Gesicht dicht vor meins, und seine geballte rechte Faust berührte beinahe meine Nase. Seine Augen brannten vor Wut, und ich roch die Bierfahne. Dennoch verspürte ich weder Angst, noch kam ich mir überlegen vor. Ich war ganz einfach entspannt. Meine sogenannten Freunde hörten auf, die Stühle zu wischen. Nicht einer kam mir zu Hilfe. Vielen Dank, liebe Freunde. Ich stand diesem aufgebrachten Riesenkerl also ganz allein gegenüber. Wir starrten einander an. Diese Kraftprobe dauerte ein paar Minuten. Ich war selbst ganz überwältigt von dem, was sich dabei abspielte. Meine Reaktion hatte den zornigen Arbeiter gewissermaßen gelähmt. Er war es gewohnt, dass Menschen auf sein Verhalten mit Angst oder Aggression reagierten. Sein Hirn wusste nicht, wie er mit jemandem umzugehen hatte, der ganz entspannt auf die Fäuste blickte, die er ihm drohend unter die Nase hielt. Ich wusste, dass er mich weder schlagen noch sich selbst bewegen konnte. Meine Furchtlosigkeit verwirrte ihn und hatte ihn handlungsunfähig gemacht. In der Zwischenzeit war der Lieferwagen vorgefahren. Der Chef der Truppe kam auf uns zu. Er legte seine Hand auf die Schulter des reglos dastehenden Mannes und sagte, »Komm, wir laden jetzt aus.« Dadurch war der Bann gebrochen und der Mann konnte sich wieder bewegen. »Gut, ich werde euch dabei behilflich sein«, sagte ich ganz ruhig. Und dann luden wir alle gemeinsam die Stühle aus.